So, dann machen wir nochmal weiter mit unseren Amoebas. Herzlich willkommen bei Software.zone. Heute haben wir mal ein Einstiegsmodell aus dieser, ich meine Amoeba generell ist ja die Ares-Einstiegslinie, aber es wird ja viel Raider zum Beispiel verkauft von GNG und ähnliche Modelle, die wir ja auch im Shop haben. Und wir wollten heute einfach mal dazu ein Gegenmodell zeigen von Amoeba und das ist die AM008. Die Optik geht auch so ein bisschen in die Richtung dieser Raider und Mod 0 und wie sie alle heißen. Hier sieht man schon auf dem Karton, sieht bei Ares immer alles schon sehr nice aus, sehr aggressiv, also ist schon sehr gut gemacht. Ne? Just Innovated, finde ich, stimmt auch. Just Innovation ist schon richtig, weil die Modelle sind wirklich gut gemacht. Ja. So, dann wollen wir noch mal zeigen. Brauchen wir nicht. Hier ist zum Beispiel auch ein High Cap drin. Und was bei den Amoeba Modellen immer direkt ist, wie gesagt, hier unten das klassische High Cap, ne? Baby Rassel. Wie gesagt, auf vielen Feldern werden die ja gespielt. Wir sagen immer Mid-Caps, aber rein theoretisch haben wir inzwischen schon von vielen Spielern gehört, dass sie doch High-Caps spielen. Wir hatten auch früher keine High-Caps im Shop. Haben wir jetzt auch geändert, weil wir einfach doch feststellen, dass viele Spieler mit High-Caps spielen. Was bei den Amoeba Polymer-Magazinen hier ganz gut ist, wir haben hier sogar das Magazin trotz Einstiegsmodell mit dem Patronen-Image. Und wir haben hier unten immer diese Zuglasche dran. Den Mercury's hier unten. Das finde ich super. Damit kann man sie super aus den Magazintaschen ziehen. Haben die Amoebas immer schon dran. Selbst die günstigen, die wir ja auch im Shop haben, die 140 Schuss Midcaps, haben das auch. Also das finden wir schon mal ganz gut. Dann haben wir hier natürlich die Waffe selber drin. Den haben wir schon mal entfernt. Den brauchen wir bei uns ja den noch nicht. Wer weiß, nach der aktuellen Gesetzgebung, im Moment brauchen wir noch nicht, aber es könnte ja kommen. So, dann haben wir jetzt hier die Waffe selber. Wie gesagt, ganz klar zu erkennen ist so ein bisschen dieses Raider-Design. Wir haben hier auch ein Polymer-Handguard, also ist im Ganzen dann doch schon ein bisschen günstiger als die anderen Modelle, aber trotzdem super verarbeitet. Wir haben hier vorne, schönes Gimmick finde ich, ist das Zeichen eingearbeitet. Wir haben hinten ein Zeichen, lässt sich auch entfernen, man kann also ganz normal auch eine Visierung draufbringen. Das lässt sich halt für zwei Zielvarianten auch verstellen. Dann haben wir hier von vorne angefangen, wir haben einen Metall-Flash-Hider, wir haben einen Metall-Lauf. Ansonsten ist hier alles in Polymer gehandelt, gearbeitet, außer der Charging Handle. Dann haben wir hier den Forward Knob Assist. Dann haben wir unten einen Fast Trigger. Wir haben einen Mag Release hier, wieder die große Bauvariante, wie bei allen Amoebas, haben wir in den anderen Videos schon gezeigt. Metall. Und wir haben einen Metall Feuerwahlhebel. Was hier sehr schön ist, viele finden ja zum Beispiel bei den ICS Mars hinten die Schulterstütze sehr schön. Finden wir ja auch, es ist eine etwas kompaktere Schulterstütze, als wir die bei den meisten M4 Modellen haben. Lässt sich hier auch wunderbar einstellen. Rastet super ein. Wir haben hinten einen Metall Stock Tube. Also ist sehr schön verarbeitet. Und hier hinten finden wir, man kann ihn natürlich auch hier komplett abziehen, wie man das kennt. Aber hier hinten ist ein Knopf. Wenn ich den öffne, kann ich wunderbar hier hinten meinen Akku reinschieben. Und das können wir hier im Prinzip, werde ich mir gleich mal einen Akku einlegen zum Schusstest. Guck doch mal, ob der 2000er passt. Wir haben hier noch einen, stimmt, wir haben hier einen 2000er. Ja, ja. Wenn du den Stock ein bisschen rausziehst. Ja, der könnte gehen. Müssen wir mal ausprobieren. Auf jeden Fall reicht es jetzt schon mal für einen trockenen Schusstest. Dafür schließen wir ihn jetzt einfach schon mal an, um mal zu hören, wie die Waffe klingt. Wichtig ist, selbst in diesem günstigen Modell ist das EFCS verbaut von Amoeba oder Ares. Das heißt, auch die lässt sich wieder mit unserem Programmer, den haben wir ja schon in einigen Videos gezeigt, deswegen erkläre ich jetzt hier nicht nochmal groß, also mit diesem Programmer kann ich halt verschiedene Funktionen einstellen, LiPoSafe auch vor allen Dingen einstellen. Ne, die Waffe lässt sich sehr schnell triggern und das ist halt bei einer Waffe in der Preislage noch nicht so selbstverständlich. Das EFCS hat halt den Vorteil, dass das Sektorgear immer an der gleichen Stelle abbremst. Das heißt, man hat wirklich eine saubere Schussfolge. Hier steht jetzt auf Vollauto, lässt sich ja mit dem Programmer auch auf Burst, Semi und so weiter einstellen. So, dann würde ich sagen, mache ich die Waffe jetzt mal fertig für einen Schusstest und dann schießen wir mal auf 20, 25 Meter und gucken einfach mal, wie die out of the box liegt. Also bevor wir jetzt hinten auf die Zielscheibe schießen, wollte ich noch kurz was zur Abmessung sagen. Das habe ich vorhin vergessen. Die Waffe ist im zusammengeschobenen, also quasi so, 670 und so 750. Vom Gewicht her 2240 Gramm, also auch ein gutes Gewicht, sag ich mal. Wir schießen jetzt hier mal mit unserem kleinen Midcap. Wollte schon mal zeigen, sieht also auch sehr schön hier aus. Die haben ja so ein bisschen was von diesen ehemaligen Vietnam-Style-Magazinen, die man ja so kennt, ne? Diese M16-Magazine. Finde ich eigentlich ganz gut gelöst.
Ne? Und also von der Visierung her, wir werden jetzt einfach mal gucken, wie sie out of the box schießt. Mal zum Fazit. Okay, Schussbild habt ihr gesehen, war out of the box. Ich habe jetzt gar nicht groß am Hop-Up rumgestellt. Was ich an der Waffe mal ganz gut finde, ist, diesmal eine etwas vergessene Alternative zu den ganzen G&G-Modellen und so weiter. Ne? Wer also in der Preislage Raider sich was sucht oder wer eben auch, ich sage jetzt einfach mal auch Evolution, diese Recon-Modelle, in der Preislage kann ich hier bedingungslos zugreifen. Das Modell ist, G&G hat ETU, hier haben wir das EFCS. Das finde ich vollkommen okay, und das finde ich auch super, weil es eben programmierbar ist. Das kann ich bei der ETU nicht zwingen in der Form, wie es jetzt hier machbar ist. Deswegen kann ich nur sagen, guckt euch die Ars Amoeba-Modelle mal an. Die sind wirklich gut.